hier zum Beispiel ist Leberkäse, aber das ist zum Beispiel ist nicht Leberkäse. Und geschnittener Hasen kenne ich auch nicht, aber ich glaube, das ist hier so eine Delikatesse oder so. Und da ist das Tor. Ich glaube, da können wir durchgehen. Und dann daneben ist dann halt so ein Gemälde, was gezeichnet wurde. Und ganz oben ist auch noch eine Uhr. Ich weiß nicht warum, aber hier ist irgendwie auch noch Weihnachtsschmuck. Es war auch schon vorher dort, dass man Weihnachtsschmuck kaufen konnte. Und ja, also da bin ich mir sicher, da kommt nämlich Bier rein. Und das ist so, das kann man halt anfassen und das dann so aufmachen und zumachen. Ja, hier sind Kinderbücher oder generell Bücher. Hier ist wieder ein Café. Und da ist das Tor. Und hier ist noch eine Statue. Unten steht es halt auf Latein. Leider haben sich aber meine 4 Jahre Latein in der Schule nicht bewiesen. Ja, an alle meine Freunde, ihr wisst, ich bin Latein nicht so gut, deswegen machen wir mal ganz schnell weiter. Aber es sieht auch total schön aus. Also ich muss ehrlich sagen, Mambeck ist ziemlich christlich. Also hier beim Dom, wir gehen da nochmal gleich hin. Es ist ziemlich alt und da kann man sehen, das ist wie in Venedig. Da nehmen die zum Beispiel die Boote und dann paddeln die das und man kann da halt drauf sitzen. Und ja, der Fluss ist nicht so schön wie in Venedig, aber ich glaube, das kann man ganz gut ausgleichen dafür, dass es in Deutschland ist. Und hier sind ganz viele bunte Häuser. Also das ist mir generell aufgefallen in Bayern, dass es halt ziemlich bunt ist. Zum Beispiel jetzt in Hamburg ist es halt nicht so wirklich bunt, ist eher alles einheitlich und grau. Und es gibt halt immer wieder kleine Boutiquen, aber die sind total schön. Und ja, also ich glaube, das ist handgemacht. Also man merkt irgendwie schon, dass es total mit Liebe gemacht ist. Und genau, da waren wir gerade. Und wieder eine neue Boutique. Und noch ein Café. Und noch ein Café. Ich vermute eher das andere. Von 2 Jahren war es noch andersrum. Hier ist noch eine Boutique. Aber die Kleider sind ziemlich schön und viele Sachen sind auch handgemacht. Also das ist halt ein Unterschied im Gegensatz zu anderen großen Läden. Und hier sagen wir, sind wir jetzt schon mal langsam in der Stadt von Bamberg, weil wir gerade durch das Tor gegangen sind. Und hier gibt es so eine kleine, weiß nicht, sieht total cool aus. Kann man hier drunter gehen? Und ich glaube, hier ist eigentlich normalerweise Wasser, aber irgendwie nicht heute. Okay, machen wir weiter. Ja, also hier ist jetzt die Stadt. Ja. Also es gibt auch ein paar Ecken in Hamburg, die genauso aussehen. Und da hinten gibt es noch eine Burg. Ja, gehen wir mal weiter. Da ist irgendwie das einzig Vertraute, da ist Sparkasse. Mehr kenne ich auch nicht. Und hier. Und da ist ein Markt. Hier ist nochmal die Straße.
Und hier gibt es wieder Bratwurst. Ich muss ehrlich sagen, also es gibt in jeder Ecke irgendwie Bratwurst. Auch in Bayern, wo ich gerade bin, in Nürnberg, gab es halt überall eine Brezelstand. Und ich kenne es halt so in Hamburg, dass es halt ziemlich umgekehrt ist. Es gibt nicht so viel Streetfood, aber hier ist schon, also Krebs gibt es zum Beispiel. Aber jetzt zum Beispiel Brezeln belegt, in einem Stand gibt es nicht. Und das ist total interessant und neu für mich. Hier ist wieder ein kleiner Stand. Und da ist Krebs. Wenn man gerade Krebs redet, dann ist da auch. Und da ist eine Bratwurst, die habe ich aber schon gesagt. Da ist auch noch ein Gebäude. Da gehen wir aber gleich noch hin. Beim Markt sind ganz schöne Blumen und Erdbeeren. Ich glaube, es ist halt nicht wirklich anders als in Hamburg. Aber hier gibt es zum Beispiel fränkischer Zwetschgenbammes und Lachsschinken. Und Allgäuer Bergkäse. Also, ich glaube, da haben wir andere Käsesorten bei uns im Norden. Hier gibt es Falafel. Und Fatayer. Und Falafel-Wrap und Halloumi. Also arabisches Essen halt, Streetfood. Und hier gibt es was Italienisches. Burger, vegetarisch, Eis, von allem etwas. Oh, okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Das sind Haushaltsgeräte aus Holz. Scheinen sie jetzt gemacht zu sein. Ein Brotbeutel. Sieht cool aus. Fränkische Erdbeeren. Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen normalen Erdbeeren oder nicht, aber sie sehen ziemlich dick aus, also ziemlich groß. Ja. Und hier sind wir in der Stadt Bamberg. Und genau, wir befinden uns genau hier. Also das Gebäude ist hier. Und es geht halt immer noch weiter, aber da ist gerade noch ein anderes Gebäude vor. Und ja, hier sind die ganzen Gassen und die ganzen anderen Häuser und wir sind gerade hier hochgelaufen. Und hier ist der Standort, wo wir uns gerade befinden. Und hier ist auch überall eine Blindenschrift drauf. Und da hinten ist so ein kleines Tor. Und das ist hier auch abgebildet. Und hier sind ganz kleine Gassen, aber es ist total schön. Und hier sehen wir auch noch mal das Gebäude hier vor uns. Und hier ist, also da befinden wir uns gerade, und hier ist der Diözesanmuseum und die Domkathedral und Historisches Museum, Museum of History und die Staatsbibliothek. Da waren wir aber noch nicht, weil es ein bisschen etwas weiter weg ist. Und ja, und es ist halt von innen aus, also ziemlich langsam Ästhetik. Auch alte Schriften und alles.